Hatten wir uns bei dieser Aufgabe zur kapazitiven Kopplung schon mit dem Teil A beschäftigt, indem man ja einfach nur ein Ersatzschaltbild zeichnen sollte und die Ersatzbauelemente brechen sollte und in B mal ausgerechnet, also hier vorne ist die Quelle, hier hinten interessiert uns eine Störspannung, wie groß ist die? Und das konnte man im Endeffekt mit zwei Spannungsteilern ausrechnen. So, und jetzt ist genau die gleiche Idee, das nochmal bei C zu machen. Wie groß ist die in den zweiten Leiter kapazitiv eingekoppelte Störspannung bezogen auf die Spannung im Kreis U1, wenn der zweite Stromkreis jetzt auch genau wie der erste mit 600 Ohm hier und hier abgeschlossen ist? So, und ich werde jetzt gleich mal dann auf die nächste Seite klicken, aber da wir jetzt hier noch das Ersatzschaltbild ganz gut sehen, ja, also kann man sich überlegen, wenn das jetzt hier 600 Ohm sind und das hier 600 Ohm sind, den Widerstand hier oben von dem Draht, das waren ja irgendwie 0,6 Ohm, 100 mal weniger, den können wir wieder ganz locker ins Skat drücken. Und die Impedanz von diesem hier, das steht jetzt hier nicht mehr, aber so in Erinnerung, wie viel waren das? Ach doch, hier steht hier unten auch immer noch, steht hier. Ja, also auf jeden Fall dem gegenüber ziemlich viel, ja. So, und das heißt, wenn wir jetzt hier 600 Ohm und 600 Ohm parallel haben, macht das die Hälfte, ja. Wenn man zwei gleich große, also wenn man zwei gleich große Widerstände parallel schaltet, kommt da die Hälfte raus, also macht das 300 Ohm. Und die 300 Ohm sind natürlich dann viel kleiner als diese 11 Kiloohm, die wir haben. Also das heißt, jetzt können wir irgendwie die hier in den Skat drücken und können damit so einen ersten Spannungsteiler aufschreiben. Und tja, an dem hier vorne ändert sich dann aber, glaube ich, nicht viel, weil hier sind ja immer noch diese 12 Kiloohm hier. Und zu den 12 Kiloohm, die 300 in Reihe, ja, die machen nicht viel, aber die 12 Kiloohm hier oben sind dann immer noch deutlich größer als die 600 Ohm, die wir hier haben. Also das heißt, an dem Spannungsteiler hier vorne ändert sich eigentlich nichts. Der macht immer noch ein halb, aber der hier oben, der wird jetzt eben deutlich anders. So, und das schreibe ich jetzt aber trotz allem mal für Teil C, nehme ich mal in grün. Auf die. In Teil C machen wir jetzt genau den gleichen Spaß und sagen, okay, also diese Spannung U2 zu der Spannung U-Mitte haben wir die, glaube ich, genannt. Müsste ich jetzt mal hochscrollen, aber ist mir zu kompliziert. So, jetzt was steht oben im Spannungsteiler dann? Genau, also diese 300 Ohm, ja, die sich eben ergeben aus. Kann ich ja mal einen Pfeil dran machen, das war jetzt RG2 parallel zu RL2. Und unten stehen dann immer noch die Summe von den Widerständen, das sind jetzt die 300 Ohm plus J, oder nee, eigentlich minus J. Minus J. Und jetzt ist es so ein bisschen laggy und das waren 10, was waren das? 10,6? 12,4. Nee, das muss ja der zur Masse gewesen sein. 10,9. Nee, Quatsch, das muss nicht der zur Masse, das muss schon der doch der nach oben gewesen sein. 12,4, richtig? So, 12,4 Kiloohm. So, und jetzt können wir wieder gucken, also gegenüber die 12, können wir hier vernachlässigen, der gewinnen auf jeden Fall die, sodass hier eben minus J unterm Bruchstrich macht ein J überm Bruchstrich und das sind dann 300 Ohm durch 12.400 Ohm. Und dann kann man die Ohms wegkürzen und ja, und dann kommt da auf jeden Fall was bei raus, was, also kann man jetzt hier noch zwei Nullen wegkürzen und 120 durch 3, wenn ich das jetzt irgendwie umschreibe und nochmal kürze, dann macht das hier ja so ungefähr 40 oder sagen wir vielleicht 41 und 1 durch 41 kann man auch schwer im Kopf rechnen, ein Vierzigstel sind
0,25 würde ich sagen, ne? Also macht das J 2,5%. So, und da kommen jetzt ja noch mal diese 1/2 dazu, die wir hatten. Also U2 durch U1 ergibt dann 1/2 mal diese J 2,5, 2,4, 2,5%. Ja, ist ja ein bisschen weniger noch als 2,5, also ja nicht 40, sondern 41, aber egal. Also macht, sagen wir mal, roundabout J 1,25 oder ich schreibe mal nur 1,2% hin. So, was haben wir jetzt gewonnen? Das ist jetzt auf jeden Fall deutlich, deutlich weniger geworden, als was wir vorher hatten, nämlich von 25% auf 1,2%. Das hilft auf jeden Fall schon mal enorm. So wie wir hier gesagt haben, ne, das Problem an der Stelle, ich kann es leider nicht so wirklich highlighten, hier oben ist ja, dass hier ein Strom überkoppelt an der Stelle. Und wenn der Strom hier auf diese vergleichsweise hochohmige Last trifft, dann klar, macht er da eine große Spannung. Irgendwo muss ja der Strom hin. Also gibt es dann vergleichsweise großen Spannungsabfall über dieser restlichen Kapazität. Und wenn wir jetzt dem Strom einfach einen dem gegenüber relativ niederohmigen Pfad bieten, um gegen Masse abzufließen, naja, dann wird da eben weniger Spannung induziert. Aber natürlich ist jetzt unser zweiter Kreis auch nicht so empfindlich, meinetwegen. Ne? Wenn man jetzt irgendwie irgendeine Messschaltung hätte, kann das ja schon gut sein, dass die hier drüben relativ empfindlich ist. Nee, relativ hochohmig sein muss, um irgendwie eine gewisse Empfindlichkeit zu haben. Also deswegen, jetzt könnte man ja sagen, na gut, dann mache ich eben hier diese Impedanzen hier jetzt nochmal kleiner, kleiner, kleiner. Aber tja, das wird dann vermutlich auch Grenzen haben, beliebig klein wird man die nicht machen können an der Stelle.